2000 haben wir jetzt. Also ich müsste jetzt noch einmal Schottland machen, oder was? Und dann würde ich wahrscheinlich auch genug Geld zusammenkriegen für die 4000. Noch mehr Kronkorken. Ja, dann musst du noch ein paar Kuchen backen. Ja. Ich müsste mehr Helme finden, guck mal. Ich bräuchte mehr Helme, weil die Helme sind was halt so, ne? Was so richtig abgeht. Mache ein Foto. Mache ein Foto von der Felsformation. Okay, das machen wir. Dafür kriegen wir ja auch nochmal 5000 Prestige. Guten Morgen. Scheinbar hast du dich bereits mit der schottischen Küste anfreunden können. Aufgrund deiner Erfahrung denke ich, dass du der beste Kandidat für diesen Job bist. Wie Vetja bereits erzählt hat, bietet GA auch Dienstleistungen im Internet an, weswegen wir eine Menge grafischer Materialien brauchen. Deswegen suchen wir nach Fotos von der schottischen Küste. Falls du also an dem Ort, der auf dem alten Foto gezeigt wurde, sein solltest, könntest du einige neue Bilder machen und sie sofort an mich schicken. Hoffentlich hören wir uns bald. Elena Oppelt. Nehmen wir an. Wir haben ja fast gar nichts gesammelt. Wo haben wir jetzt am meisten Kohle eigentlich gemacht? Ja, hier so, ne? Ich glaube, man muss das mal resetten, ansonsten kriegt man nicht genug Kohle zusammen. Die Frage ist nur, was resetten wir jetzt? Resetten wir jetzt nochmal die schottische Küste oder wollen wir was anderes resetten? Zum Beispiel den Bayerischen See oder das slowakische Tal oder das Schloss. Resetting the map will cause the treasure to reappear and reposition themselves. Doing so will reset your progress, progressen on the map. Ja, aber so, nur so komme ich ja auch an die Kohle ran, ne? Weil selbst wenn ich jetzt meine ganze Sammlung verkaufen würde, würde ich auch nicht auf die 4000 kommen. Kommt vielleicht auf 3200, also. Von daher muss ich sowieso, oh Gott, resetten. Komm, ich probiere mal aus, was das bewirkt. Also neue E-Mail-Dinger kriegen wir auf jeden Fall nicht. Aber wir werden da mal hinreisen. Was waren das, 200? So, das heißt, wir müssen hier nochmal komplett von vorne anfangen, macht aber nichts. Wir brauchen ja die Kohle, ne? Ja, der speichert automatisch. Muss mal drauf achten, wenn ich jetzt hier das Ding aufhebe. Achte mal links unten auf die Ecke. Da erscheint gleich so ein Zeichen. Und wenn dieses Zeichen erscheint, dann speichert er immer. Siehst du?
Okay, aber die Positionen sind anscheinend immer anders. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern. Zeige ich gleich mal. So, das gestern war genau hier was gewesen, genau bei diesem Büschel hier. Also wenn du resettest, wird das nochmal neu ausgewürfelt, wo was ist anscheinend. Aber ist okay, wenn das immer so ein bisschen zufällig auch generiert wird. Natürlich, ein Kronkorken für einen verschissenen Dollar. Gib mir mal mehr Helme. Auch tatsächlich mehr Helme. Helme oder Waffen, ne? Oder hier diese Dukaten, aber die gut erhaltenen Dukaten. Ein gut erhaltener Dukat gibt ja auch immerhin 120, ne? Aber so ein Helm, ein gut erhaltener Helm, wenn ich den jetzt nochmal finden sollte, so ein zweites Mal, dann sind es auch 360. Ja, annehmbar, den können wir verkaufen. 120 Dollar. Wie gesagt, ich behalte ja nur gute Sachen, keine annehmbaren. So, hier geht's runter zum Strand. Da wollte ich jetzt aber erstmal nicht hin. Okay. Stattdessen will ich nämlich hier oben erstmal alles abchecken.
Annehmbar. Annehmbar, ja. Aber auch 120 Dollar, ne? Ist doch okay. Diesmal war noch ein bisschen weniger, da war gefühlt. Dann kann er jetzt irgendwo anders liegen, ne? Weil hier in diesem Busch war ja vorhin auch was drin, ne? Jetzt ist hier auch nichts mehr. Das ist ja hier zufällig. Eine 45er, nee, 25er. Aber Biene, was soll ich denn damit? Kriege ich dafür einen Dollar? Ja. Leider nur einen Dollar.
Hier ist nichts, ne? Rucki zucki geht das hier. Ich finde den nur Schrott, nur Knöpfe und so ein Dreck. Das ist nichts wert, hat hier. So, wo waren wir denn noch nicht? Ja. Den Weg einfach bis runter, ne? Und dann gehen wir erstmal nach Süden. Checken da die Lage. Nichts. Schon wieder so ein komischer Spiegel. Warum mal diesmal besser als arm? Hm.
annehmbar. Aber auch immerhin 100 Dollar, ne? Ist okay. Ist okay, nehme ich erstmal mit. Dann durch. Ah, 260. Deutsch ist aber auch nicht so schlecht, ja. Falls denn überhaupt jemand in den Rippen gesteckt bekommen hat. Nur weil es eine Waffe ist, heißt das ja nicht, dass sie auch eingesetzt wurde. Vielleicht wurde damit auch ein Frosch pelletiert. Ja, wir sind ja auch schließlich am Strand. Da wäre die Wahrscheinlichkeit eigentlich höher, dass damit vielleicht ein Fisch ausgenommen wurde. Ein Anhänger. Auch nur annehmbar. Ein Helm. Da bringen wir Zasse in die Kasse. Na ja, immerhin. Bob. Von welchem Bob sprechen wir denn?
Bob ist ja auch so ein generischer Name, weil kann ja wirklich jeder sein. Wieder eine Zange gefunden. Ich habe mal $5 wert. Echt ein Kulturbanause? Was? Wer soll denn Bob sein? Ach, Bob der Baumeister. Sag das doch. Bob der Baumeister sagt mir was, ja. Aber auch nur, weil die Kleine damals gesehen haben, wo sie noch kleiner waren. Bob der Baumeister. Ein scharfes Metallwerkzeug. Das ist aber neu, das können wir noch gar nicht. Ach, guck meine an. Dies ist ein Brieföffner. Er sieht zwar alt aus. Doch es scheint nur eine Reproduktion eines alten Designs zu sein, in den 1980ern oder 1990er Jahren hergestellt. Heutzutage benutzen wir die Begriffe Brieföffner und Papiermesser im Glauben, sie würden das Gleiche bedeuten. Doch in Wirklichkeit dienten Papiermesser für einen anderen Zweck, zum Schneiden von Seiten per Hand hergestellte Bücher. Diese Papiermesser existieren nicht mehr, da sie keinerlei Verwendung mehr finden. Bob Kehrmann, wer ist denn Bob Kehrmann? Muss man den kennen? Ist von KSP. Natürlich kennst du den nicht. Nee, kenn ich auch nicht. Weiß ja nicht mal, was du mit KSP meinst. Kerbal Space Program. Ah. Nee, habe ich ja noch nicht gespielt. Weißt du doch. Ich kenne das Spiel im Prinzip nur vom Namen her und dass man da irgendwie Raketen und so bauen muss. Aber selber gespielt habe ich das noch nicht. Kermit. Kermit der Frosch, meinst du? Ah.
Ach, wieder so ein komischer Türstopper. Wieder ins Sägeblatt. Na, immerhin $12, war. Aber ich muss auch sagen, dieses Spiel ist sehr vereinfacht, ne? Wenn du dir diese Treasure Hunter Videos anguckst, du siehst ja, wie sie da alle nur im Schritttempo laufen. Oder ja, auf jeden Fall relativ langsam, und dann siehst du ja immer nur, wie sie da ihr Ding so. Aber ich kann es ja gerade nicht zeigen, weil er jetzt gerade nicht rausholt, aber diesen Zauberstab, ne? Siehst ja mal so, wie sie so machen. Warte, die machen das ja mal so hier. Üp, 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 üp. Und dann hoffen sie, dass irgendwann mal was piept. So muss ja normalerweise suchen, ja. Also so suchen die jedenfalls immer. Ist er? Normalerweise müsstest du die ganze Zeit so suchen. Und dann ist das aber nicht so was wie hier, dass es dann mehr, immer anfängt mehr zu piepen. Man ist dann einfach eher so, wie wenn du was findest. So von wegen piept die ganze Zeit, piep, piep, piep. Und dann, falls du dann doch mal auf Metall stoßen solltest, dann kommt dann dieses andere Piepen. Dieses Mikrowellenpiepen. So, piep. Oh, oh, da, da, da ist was. Und dann buddeln sie so ein bisschen, dann holen sie ihren komischen Münzstab raus und dann holen sie den Münzstab nochmal so in das Loch drin, um zu gucken, ob da wirklich was drin ist. Ist halt nicht so wie hier. Ist ja alles wirklich sehr vereinfacht. Bei diesem Simulator. Ist wirklich sehr vereinfacht hier. Gucken, vielleicht schaffen wir den ja heute. Ich glaube zwar nicht dran, wir werden wahrscheinlich morgen noch mal da eine Session dran hauen müssen. Aber die Frage ist ja eigentlich auch eher so von wegen, welche Maps gibt es denn noch? Oder war Schottland jetzt die letzte Map? Ich denke mal nicht. Ist eigentlich noch genug Sachen, die man erforschen kann. Sag mal, Mike, wie kommt es eigentlich, dass du seit 2 Tagen nicht mehr im Discord online bist? Hast du
Hast du eigentlich den Knopf gefunden, damit es nicht mehr startet mit Windows oder was? Da gibt's einen anderen Grund. Mich nur gewundert, dass ich dich seit 2 Tagen da irgendwie nicht mehr online sehe. Heute nicht, gestern nicht. Knopf oder Münze? Ne, weder noch. Ein Nagel. Annehmbar. Perfekt, oder war es guter Zustand? Nee, annehmbar. Arm sogar nur. Ui. Okay.
Wir haben ordentlich was abgesucht, oder, Mike? Ich habe jetzt einen Schaufelding an, ey. Ja, ein bisschen ist noch. Lordhelmchen. Guter Zustand, sehr schön. Scheint aber ein anderer Text zu sein. Wir hatten vorhin genau denselben Helm schon mal. Aber mit einem ganz anderen Text. Der mittelalterliche Helm stammt aus Nordeuropa aus dem 12. Jahrhundert. Lange Zeit glaubte man, dass diese Helme aus Zentraleuropa stammen. Central. Aber bereits die archäologischen Ausgrabungen aus den 1940er Jahren haben belegt, dass es sich um ein Erzeugnis der Wikinger handelt. Diese Helme wurden als Brillenhelme bezeichnet, da der Augen- und Nasenschutz wie eine Brille aussieht, die im Nachhinein an den Helm montiert wurde. Ja, genau denselben Helm haben wir vorhin auch schon gehabt, aber da hieß irgendwas, hieß es irgendwie so von wegen, da gibt es einen Ohrenschutz oder so. Und das ist genau dasselbe Modell vom Helm her. Entgegen dem allgemeinen Glauben hatten die Wikinger keine Hörner an ihren Helmen. Viele dieser Entwürfe der Wikinger wurden in ganz Europa nachgeahmt. Ein Kronkorken. Ein Werkzeug gibt 25 Dollar, sehr schön.
Y-O-D-A-N-I-1-H-I. I ist ja auch geil. Yo, Rex, einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich dir erstmal. Schön, dass du da bist. Na, alles frisch. Und vielen, vielen Dank für deinen Resub von 2 Monaten. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Na, alles frisch bei dir. Ja, soweit alles okay, das hört man gerne. Wie kommst du mit deinen ETS voran? Bist du immer noch schuldenfrei? Das war auch gut gewesen, ne? Diese Ohrmuschel. Hat auch gut Kohle gebracht. Naja, 75 ist doch nicht schlecht. Eine Fahrtenpause im Moment. Wie viele Angestellte hast du noch? Immer noch den einen oder hast du schon mehr eingestellt? Oh, ist wieder so ein Spiegel. Kann ich erkannt, weil da immer noch die ganzen Steine drauf lagen. Der sieht aber gut aus. Würde ich auch sagen, ja. Glänzt zwar nicht so krass, wie man vielleicht vermuten würde, aber schon okay. 130 dafür, dass das so viel Kupfer ist? Okay. Das ist ein gutes Kilo Kupfer, ey.
ATS 1 erst und ETS 2 nur die 2 fahren. Also ATS hast du jetzt einen Angestellten und ETS 2 hast du 2 Angestellte, ja. Sehr schön. Wird denn langsam, ne? Ja, solange wie du Plus machst, geht ja einfach nur darum, dass die ein bisschen Plus machen, weil damit du dir auch dann noch andere Fahrzeuge leisten kannst, mehr Garagen kaufen kannst, mehr Leute anstellen kannst. Warte mal eine Weile. Lohnt sich das denn überhaupt, einen Kredit aufzunehmen, um jetzt einen neuen Fahrer anzustellen? Müssen wir mal ausrechnen vielleicht, wa? So von wegen, nimmst du einen Kredit auf, holst dafür einen Fahrer und ein Fahrzeug. Von mir aus ruhig das Billigste vom Billigsten, ne? Wie lange müsste man dann fahren? Oder die Fahrer, die da angestellt hast, wie lange müssten die denn fahren, um das zu bezahlen? Weil je mehr du denn auch natürlich hast, ne? Wenn du irgendwann 3 Fahrer hast, 4 Fahrer hast, 5 Fahrer hast, dann geht es natürlich auch immer wieder schneller, bis der Kredit dann auch abbezahlt ist. Ja. Am Anfang brauchst du wahrscheinlich ewig, aber wenn du dann erstmal so 5 Fahrer hast, die das dann viel schneller erwirtschaften können, sieht die Sache dann natürlich schon wieder ganz anders aus. Ja, aber der Fahrer braucht ja ein Fahrzeug, mit dem er fahren muss, also muss er einen Kredit aufnehmen. Wenn du nicht schon die Kohle beisammen hast, ne? Oder soll er die Pakete per, weiß ich nicht, auf den Rücken schneiden und dann damit austragen gehen? Oder was? Ist da kein Paperboy oder so? Nee, dass sie sich da auch erstmal selber verbessern müssen, ist glaube ich, ja, ist eigentlich klar. Aber man kauft wahrscheinlich am Anfang eh immer erst die billigsten, wa? Damit man nicht so viel bezahlen muss. Ja, aber allein nicht nur deswegen, ne? Ist ja auch, kommt auch darauf an, was für Aufträge er machen kann und. Und wie weit er fahren muss und so was. Und da unterscheiden sich ja auch schon wieder die Gelder. Je länger der Auftrag und je mehr Gefahrengut oder so was, ne? Oder je größer der Auftrag, desto mehr Kohle kriegst du auch bestimmt. Aber heißt ja auch nicht, dass so ein Popelfahrer dann auch diesen Auftrag überhaupt annehmen kann, ne? Je nach Level kann er auch nur bestimmte Aufträge, nehme ich mal an, annehmen. Also. Also wenn du deinen eigenen LKW wechselst, meinst du? Na, dann hast du natürlich auch einen übrig, ja, den du dann wieder weitergeben könntest.
Die suchen sich aber auch ihre eigenen Aufträge. Naja, je nach Skill.